So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Aquarian Skies. Ja, offscreen ist etwas passiert. Ja, alles wurde gelöscht. Spaß. Ja, die Seed Oilcan ist fertig geworden. Yay, und ich habe ein Reward Pack übersehen. Und ganz kurz, wie viel bringt ein Karamellapfel? Wir haben gerade noch 1, 2, 4, 6 frei. Ed. Okay. Karamellapfel bringen auf jeden Fall nicht so viel, wie ich dachte. Aber schon relativ viel sogar. Nice. So, Seed Oil. Und ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht. Oh, okay, but not great. Malachite. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Einen Moment, schau. So, da sind wir wieder zurück. Ja, es fängt auf jeden Fall an zu brennen und wir sind wieder zurück hier in dieser Welt. Yay. Ach ja, stimmt. Seedken. Denn, hier. Wir wollten ja das hier gerade machen. Wir scanted. Using a fluid duct to move the seed oil. Ich glaube, das kann man auch in der Can machen, oder? From the squeezer to an ex-nihilo barrel. Ein ganz normales Barrel. Ich glaube, das geht aber ganz. Da geht ein ganz normales Barrel, ne? So, komm. Yay, jetzt wissen wir doch, wofür wir das den Fake Hive brauchen. So, am besten noch einen leeren Eimer. Leere Eimer. So. Buben. Geht das? Ja, es geht. Und? Yay, scanted artificial hive. Nice. Kommt wieder rein. Räuchert. Und wir haben ein scanted artificial hive. Usage. Okay. So, und dann brauchen wir noch einen Scoop. Der Scoop ist auch ganz easy. Beschäftigen Sie sich echt mal ein bisschen mit Bienen. Ne? Ist auch so ein bisschen essentiell, genau. Bisschen essentiell, so, man. Bisschen essentiell hier auch, ich brauch mehr. So. Also angeordnet wie ein, ein. Also. Und hier oben dann nochmal eine Wolle rein, kriegen wir einen Scoop. So, yay, wir haben einen Scoop. Nehmen wir einen rechten. So. Ach ja, wir können ja hier nochmal den, Reward. Haben wir noch genug Inventarplatz? Jo. Genau, hier haben wir es auch noch nicht. Nehmen wir auch mal einen rechten hier. So. So. Ein, Good und ein Greater. Zuerst nehme ich mal den Good. Und. Yay, schon wieder. Wuhu. Huch, der Himmel. Und eine Black Shadow, irgendwas. So, ja. So, als nächstes Apiary. Cultivating Beans. Apiary, wie craftet man den nochmal? Apiary. So. Ach, ganz easy. Sagte er. Carpenter, Seed Oil. Hahaha, ha, ha, du Crap. Ernsthaft? Ernsthaft? Carpenter? Kann man nicht irgendwie... Okay, wir brauchen 8 Holzböcke. Ups, nein. Wir brauchen 250 Seed Oil. Ein Carpenter, na Glückwunsch. Warte, steht das auch im Questbuch? Gibt sich nur irgendwie andere. The first step toward the building a massive army of beans is to get the cultivated bean species. First we need a breed, hive beans such as fur meadows, the common bones, the common bone. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Carpenter. Carpenter. Bronze und Bronze. Okay, wir brauchen 8, 9, 10. Okay.
8, 19, 11, 12, 13, 14 Bronze brauchen wir. Bronze hier. Tin und Copper. Ich glaube, 3 Copper, 1 Tin, ne? Ja. Ach, so. So. Yay, wir haben. Wir haben Bronze. So. Haben wieder ein Sturdy Casing. So. Und wir haben zu wenig Bronze. Yay. 1, 2, 3. Wir haben auch zu wenig Copper, Alter. Auch mehr Copper. Es geht uns bald aus. Ja, Glas brauchen wir nochmal. 2 Stück. Komm, also wir machen direkt mal 8 hier durch. Denn Glas werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Also Sand werden wir noch brauchen für Glas. Jetzt seht ihr auch, wie ich das jetzt immer gemacht habe mit den ganzen Gravel hier Stone Hämmern und so. So, eine Kohle, das glaube ich, steht hier, ne? Genau, so. 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 Und übrigens, ich bin jetzt auch Level 16 geworden, einfach nur durch, ja, durch Heizen von Zeugs. Ja. So. Und dann fehlt jetzt noch ein Glas. Dann können wir auf jeden Fall schon mal den Carpenter machen. Sehr, sehr teuer, ich weiß. Carpenter. Aus Nacht. Kann man den so abbauen? Okay, geht. So, dann hier der Carpenter. So. Da könnten wir theoretisch noch ein bisschen, ja. Noch irgendwie 16 Kohle irgendwie durchschmelzen nochmal. Bisschen noch ein bisschen Strom kriegen. So, Kohle haben wir auf jeden Fall genug. So. Okay, Carpenter. So, was mussten wir da jetzt nochmal machen? Ja. Oh, 8 Holz, Level Locks. Usage Carpenter. Ja, Seed Oil brauchen wir jetzt mal 250 Seed Oil. Arg. Ist da noch ein bisschen? Nein, das ist nicht. Okay, wir brauchen doch nochmal den Squeezer. Den stelle ich mal hier so hin. Squeezer. 250 Seed Oil, ne? durch 0,010 25 Seeds brauchen wir. Ich glaube, ich letztes Mal vielleicht ein bisschen verrechnet. Ich hätte nicht durch 1000 durch das und das rechnen sollen, sondern 1 durch das und das. Wie viel war das jetzt? 25. 25. So. 25 Seeds. Können wir währenddessen noch mal vielleicht mal andere Kabel machen oder so. Ach nee, wir können ja die Fluid Duct schon mal machen jetzt. Ich glaube, das war hier. Genau, Moving. Fluid Duct. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch mal. Fluid Duct. Ach, deswegen, ja, ich glaube, ich weiß, warum da das nicht funktioniert hat. Copper und zwei Copper, ein Lead. Okay, uns geht langsam das Copper aus. Nicht sehr gut. So. Pneumatic Server. Ich glaube, deswegen hat es nicht funktioniert. Mit der Energie. Oder? So, Eisen. Zwei Eisen, ein Redstone, zwei Glas. War das jetzt ein Eisen, zwei Redstone, oder? So, ein Eisen, zwei Redstone. Nee, warte, andersrum. Ich guck sogar noch nach, weißt du?
Zwei Eisen, ein Redstone, ne? Und zwei Glas. So. Übrigens, kleiner Tipp, falls ihr eine I habt und im Crafting Table steht und hier raufklickt auf so ein Rezept, ist ja hier so ein Fragezeichen. Wenn ihr ganz normal auf das Fragezeichen klickt, dann erscheint hier solche Ghost Blocks, damit ihr seht, wie das Crafting Rezept aussieht. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, das ist die Taste mit dem Pfeil nach oben, die lange Taste, und dann auf das Fragezeichen klickt, werden die Items direkt hier ins Crafting-Feld gelegt und ihr könnt es rausziehen. Mal nur so zum, ja. Claim Word. Yay. Und wir brauchen noch ein Pickaxe Ahead Cast. Wow. Nein. So, ich probiere gerade mal was. Ah ne, wir haben die hier jetzt eh nicht. Cool, wir haben sogar noch ein Full Heart gekriegt. Ein richtiges Full Heart. Ja, wir brauchen noch eine Kiste mit wertvollen Sachen, ne? Wir haben so viel Eisen, weißt du? Sagte er jetzt. Iron Chest. Ne? Kauft uns mal eine schöne Eisen. Ja, doch, Eisen Chest. Genau. So. So. Komm, wir haben genug Eisen, ne? Müssen wir nicht irgendwie so geizen. Ja, die hat auch. Genau, das ist eine Doppelkiste in Form einer Kiste. Hat die eigentlich Auto-Repair? Nee, ne? Nein, leider nicht. Okay, yay. Wo ist da? Iron Chest. Können wir theoretisch statt. Ich glaube, wir craften uns nochmal eine Iron Chest. So. Da. So. Was brennt denn hier eigentlich immer so, Alter, ey? Da, ach du Scheiße. Hier brennt es immer. Okay. Ja. Muss irgendwie später mal schauen, dass ich das da mal gefixt kriege. So, packen ganz kurz alles weg. Was da an diese Kiste? Denn ich will nämlich diese Kiste hier entfernen, also diese Doppelkiste hier entfernen. Statt dieser Doppelkiste eine Iron Chest hinklatschen, beziehungsweise zwei. Haben wir hier nicht so einen Kistenturm hier irgendwie? So. Okay. Die ist leer. So. Komm, hier nehme ich noch. Ach, warte. Ach ja. Geht. Ich glaube, das geht gar nicht mal, ne? Das so. Ah, der kann den nicht erkennen. Ah, das ist blöd. Müssen wir erstmal noch hier die Doppelkiste lassen? Ja, müssen wir hier erstmal die Doppelkiste lassen. Dann kommt hier drüber dann das, die hier hin. Na toll. Und wieder alles einräumen. So. Ja. So, alles drin hier. So. Warte, hab ich da gerade. Ich glaube, ich habe da gerade Eisen reingelegt, ne? Ups. Ja. Das kommt raus, das kommt raus. Das, das, das. Das nicht, aber das und das kommt raus. So.
So, was kommt noch raus? Die Hives. Ups. Die Cans, lass sie erstmal da drin. Das. Und die Bienen. Was kommt noch raus? Was kommt jetzt noch raus? Was hatte ich denn vor im Inventar? Na egal, komm, ich kann das auch hier oben reinpacken. So. Das auch noch. Und hier kommt das Eisen und die Bronze rein. So. Ich brauche noch die Pick of Misfortune. Ja, komm, dann kann ich die dann hier oben hinstellen. Erstmal kommen. So. Ja, ich stelle die später noch irgendwo anders hin. Komm. So, wir brauchen Seed Oil auf jeden Fall. Dafür brauchen wir Strom erstmal. Strom. Kriegen wir die 250 transportiert? Ah ja, per Fluidakt. Stimmt ja. So, erstmal hier jetzt Energy hinleiten. So. Weiß nicht, gibt es hier irgendwie Verlust oder so? Mal, ob das jemand weiß hier, ob sich hier jemand, ob die, auf die, über die alte Version von Terminal Expansion auskennt. Gibt es da irgendwie Verluste oder so, wenn man hier Energy transportiert? Warum ist denn da jetzt nichts? Ach da. Achso, das sagt man nur nicht. Muss jetzt eigentlich 250 sein, ne? Und Kramp, okay. Ja, Thorncraft, das müssen wir auch noch machen. Na, Glückwunsch. Ja. Das müssen jetzt 250 sein. Schnell weg hier. Okay, der frisst immer noch Strom. So. So. Natürlich haben wir die Servo vergessen. Servo da. Ach ja, wir haben noch ein Reward Pack. Hilch. Ah. Oh, Kirschblüten, nice. War cool. Ja, wir craften jetzt gerade mal einen Quiescent Hammer. Ich weiß noch so ungefähr, wie er gecraftet wird. Aus dem Kopf. So, genau. Quiescent Hammer. Das ist halt wirklich so ein Wrench sozusagen. Ja, nicht nur sozusagen. Steht da auch. Oder auch nicht. Das ist ein Wrench. Die kann man glaube ich auch Kisten drehen, ne? Jo. So. Muss ich mal sagen. So. Hey, Seed Oil. Ja, Impel. Achso, der braucht erstmal noch Strom wahrscheinlich, ne? So, das kann auf jeden Fall erstmal weg. Empty. Und. Yay! Jetzt kommen erstmal hier die Kabel wieder weg. So. Und wir haben Impregnated Casing. So, und damit können wir uns dann den Apiary bauen. Yay. So, Apiary. Apiary. So. Slabs, 4 Holz. Okay. Haben wir noch 3 Slabs. Aber ich verheizt, ne? Ne, haben wir noch. Genau 3 Slabs, yay. So, 4 Holz brauche ich. Dann die 3 Slab.
5 Holz brauche ich. So. So. Und die 3 Slabs und ein Casing kriegen wir Apoe. Yay. So. Bees and Trees. So. Carpenter. Und eine Centrifuge. Ach du Gott. Eine Zentrifuge. Ach du Crap. 6 Copper und nochmal 8 Bronze wieder. 12 brauche ich. So. Ein bisschen Tin noch. Denn es ist ja immer noch so. So. Jetzt nochmal 6. Ach ja, erstmal hier. Das, oh ja, war noch Glas hier. So, ein Sturdy Casing und das Koffer. Haben wir eine Zentrifuge. Consume Task. Bealizer und Treealizer. Ach du Crap. Jetzt geht's auf jeden Fall los mit den Bienen. Also Bees and Trees, you're breeding. Müssen wir die? Bees and breeding. The analyzers are fueled by honey. Bee analyzer und tree analyzer. Bee analyzer. Ach du Crap, ein Carpenter. Mit 2000 Wasser. Zwei Buckets Wasser. Diamanten, wieso nicht? Okay, ups. So, haben die beide, okay, die haben beide keinen Strom, sehr gut. Kann ich so? Nein. Ah. Mit der Spitzhacke gehen sie kaputt. Also, ab. So, cool. Wir haben noch ein Greater Reward Pack, Alter. Oh, ne! Ne, Alter, wie cool! Oh, lecker! Spaghetti and Meatballs! Oh, lecker! Oh, cool! Wie viel bringt denn das? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 haben wir frei. Ne, das bringt... Alter, ich hasse diesen Bug, ne? Ich hasse diesen Bug. Dass er immer zwei Sachen, zweimal frisst. Alter, das hat 5 gebracht. 5 Hungerpunkte. Spaghetti. And Meatballs. Spaghetti und ein, Steak. Spaghetti, Saucepan, Tomato, Spice, Pasta, Dough, Butter, genau. Salz, Flur. Ich glaube, das Salz ist echt noch das Schwierigste rauszukriegen. Nether Salt Ore. Magnesium, okay. Okay. Oh Mann, ja, das war ein kurzes Vergnügen. So, was wollt, ach ja, Honey Drop. Honey Drop kriegen wir von Bienen, ja, doch von Bienen. So, warte, was müssen wir jetzt nochmal hier, Good words, well, first you need to beat two any different hive bees, such as forest and meadows. Forest and meadows. Forest und meadows. Meadows habe ich hier und Forest habe ich hier. Den Scoop. Na, machen wir erstmal hier. So. Inventar ist erstmal voll. So, Faust kann ich schon mal hinstellen. Muss man gerade mal erstmal ganz schnell das Inventar entfernen. Ich mache alles hier jetzt rein. Einfach so irgendwie. So. So.
Okay. Dann den Apiary. Stellen wir mal den Apiary hin. Ich glaube, da oben wieder, ne? Junge. So. Hier stellen wir den Apiary hin. Dann eine Forest und Meadows, ne? Meadows und... Nein, und... Achso, Dawn und Drone ist jetzt auch ein bisschen schwierig, ne? Yay, eine Queen. Nice. So, okay, dann ist ganz schnell nochmal pennen. So. Ich glaube, wir müssen da noch Blumen oder so darum machen, ne? Arg. Yay, da fliegen unsere Bienchen. So, Humidity. Temperature ist normal. Yay. So, unsere Bienchen schwärmen aus. Werden eh nichts finden, da es hier eh keine Pflanzen gibt, außer das und das. Arme Bienen. Ich hoffe, ich kriege hier trotzdem was. So, das dauert jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen. Solange können wir schon mal hier den Bierleiser machen. Bierleiser. 4 Tin, 2 Glass Panes. Das kostet wieder mega viel. Warte mal. Okay. For 2 generic controller, analyzer, bees and trees are breeding. Analyzers are fueled by honey or honeydew drops. Comes. Okay, ich glaube, die müssen wir selber craften. Die sind echt teuer, Alter, ey. Okay, wir hätten es theoretisch, aber trotzdem. Sind's echt teuer. 5, 6, 7, 8. Hier. Der hat nur 10. Der Scoop hat erstmal nur 10 Durability. So. Dann hämmern wir jetzt noch ein bisschen Gravel durch, dass wir genug Sand haben. Für Glas. So, hier. Eine Kohle. 8 Sand. So. Okay. Dann, den Carpenter müssen wir wieder aufstellen. Warte mal, wie? Tree-Elizer. Dafür brauchen wir genau das gleiche, nur mit Copper. Ernsthaft. Naja, für beides brauchen wir halt nur Wasser, das ist gut. Carpenter. So. Das bedeutet 5, wir brauchen noch einen Dings. Jetzt haben wir schon mal 4 Redstone, 2 Dias, 6 Copper, 6 Tin und halt die Glass Panes. Ah ja, und noch einmal Wasser. Einmal Wasser. Oh, ist unser. Ach, da. So. Oh. Ach cool. So geht's also auch. So. So, 2000 Wasser oder 2 Wasser. Dann, Tin. Ah ja, 4 Tin brauchen wir nur. Stimmt ja. Genau, das wäre dann der Bierleiser. So. So.
Müssen wir nur noch eine Energy dran kriegen, also das geht ja ganz easy. So. Dann craft das mal ganz schnell durch. Betonung auch ganz schnell. So, dann können wir uns gerade schon mal einen neuen Wassereimer holen. So. Der zieht nämlich ganz schnell Energie raus. Deswegen zieht er immer noch. Der zieht immer noch. So, ich glaube, der hat irgendwie einen eigenen Speicher oder so. Yay, Bierleiser. Und jetzt das gleiche mit Copper. So, 4, ein Dia, 2 Redstone und 2 Glasspanes. So. Ah ja, Wasser fehlt ja noch. So. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Bierleiser, gleich noch den Türleiser. Das ist teuer. So. Oh cool, wir haben Honeycombs schon. Nice. So. Bienen kann ich mal irgendwie hier reinpacken. Wir bräuchten theoretisch noch eine extra Kiste für Bienen. Da könnten uns vielleicht die Apis, da könnten uns vielleicht die Apis Chest helfen. Es gibt nämlich eine extra Chest, wo nur Bienen rein können. Da fackelt wieder unser ganzes Haus ab. Energy Cutten. So. So, und wir haben den Trealizer. Bierleiser. Trealizer. Jetzt sagt ihr mir. Achso, wir kriegen den wieder, okay. So. Und ein Honeydrop. Kriegt man den hier raus? Ich glaube, er hat das Centrifug, genau. Das bedeutet abbauen. Und Centrifug hin. So. Erstmal nur ein. Und Energy. Okay. So, Manual Submit und Tropical haben wir schon, ne? Ich glaube, wir haben schon die Tropical, oder? Wo sind wir? Ich glaube, hier haben wir die hingelegt, ne? Genau, 5 Tropicals haben wir schon. Obwohl, na komm, wir nehmen die Tropicals lieber. Yay, 2 Quarter Hearts. Mach ich mal direkt einen Half Heart draus. Yay, wir kriegen weiteres Full Heart. So. Boom. Ich glaube, das wird dann wirklich auch unsere Bienenkiste jetzt. Keine Ahnung, was wir daraus machen können. So. Damit das da jetzt erstmal unsere Bienenkiste. So, Meadows Princess. Und Drown. Achso, ja, Princess ist klar, ja. Klar. Princess und eine Drown fehlt uns. Modest Princess und Modest Drown. Modest Princess und Modest Drone. Okay. Daraus können wir, glaube ich, aus den Honeycombs können wir eigentlich so jetzt nichts machen, ne? Carpenter. Ne. Na komm, dann zentrifugieren wir das jetzt auch nochmal. Wie viel Strom hatte der sogar noch? Cool. So. Sagen was, der zieht immer noch. So, yay. Okay. Und wie sieht es bei unseren schönen Bienen aus? Gar nicht. No flowers. Haben wir zufällig flowers? Sieht auf jeden Fall nicht so aus.
Wir brauchen Blumen. Wo kriegen wir eigentlich Blumen her? Wo kriegen wir Blumen her? Oh, warte, offene Pause. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder eine mega Überlänge Folge. Irgendwie hat mein Wecker gerade nicht funktioniert. Ich sage, schade, wir sehen uns. Ich schau mal, wo ich Blumen herkriege. Bye bye und ciao.